So, heute gibt's totale Verwirrung, extreme Enttäuschung, epische Fails. Nee, kein Clickbait gibt es wirklich auch heute. Vor allem geht's aber um ein absolutes Hype-Thema, nämlich mechanische Tastaturen. Ich dachte früher immer, dass es bei dem Trend ausschließlich darum geht, dass die Dinger total toll aussehen, dass man damit seine Nerd-Coolness auf Insta zeigen kann und so. Aber seit ich neulich ein Tastaturvideo mit meinem Kollegen Marc gemacht habe, weiß ich, in Wahrheit geht's um den Fock. 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 Nice. Also, dass jeder Tastendruck so ein sattes Geräusch macht. Statt so klapprigen Laptop-Plastik-Tippgefühl kriegt man hier so Luxus-Wellness-Ledersitz-Feelings. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Das Gefühl ist echt komplett anders mit einer guten mechanischen Tastatur. Ja, und als nun meine gute alte Model M anfing, Probleme zu machen, dachte ich, jetzt will ich auch mal sowas Edles. Und darum geht dieses Video. Was ich bei meiner Suche so erlebt habe, aus der Perspektive eines mechanischen Tastaturen eher so Anfängers. Disclaimer, ich werde ganz schön meckern, aber ihr kriegt in diesem Video nicht nur Gerante von mir, sondern wir haben auch ganz konkret Tastaturen getestet. Und zwar die Keychron K4, K8 und Q1 mit unterschiedlichen Switches und zusätzlich noch die Vortex Tab 90M. Preislich geht das Ganze ungefähr bei 100 Euro los. Bleibt dran. Liebe Hacker, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Ihr könnt mit NordVPN viele praktische Dinge machen, zum Beispiel Geld sparen. Wollt ihr zum Beispiel einen Flug oder Mietwagen buchen, beeinflusst der Ort, an dem euch die Buchungswebsite vermutet, häufig den Preis. Da kann ein Mietwagen schon mal ein paar hundert Euro weniger pro Woche kosten, wenn ihr euch mit NordVPN einfach irgendwo anders hintunnelt. Mit dem NordVPN-Client könnt ihr mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren. Exklusiv über nordvpn.com/ct3003 bekommt ihr Rabatt aufs 2-Jahres-Paket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es doch nicht gebrauchen könnt, ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Werbung Ende. So, ich benutze ja seit ungefähr 150 Jahren meine gute alte Unicomp Modell M mit Custom CT Keycaps. Und in 150 Jahren fällt leider auch ein bisschen Schmutz an, deshalb hatte ich die neulich mal auseinandergebaut, um mal alles grundzureinigen. Hat auch gut geklappt, nur leider hakte am Ende die Leertaste. Also die kam nicht mehr hoch manchmal, was natürlich gar nicht geht beim Tippen. Und ich habe das nicht repariert bekommen, trotz Fettauftragen und Gefrickel und ja. Und ihr kennt das ja vielleicht, wenn irgendwas kaputt geht, freut man sich manchmal so insgeheim ein ganz kleines bisschen, dass man das nun vor sich rechtfertigen kann, was Neues zu kaufen. Aber es musste halt auch schnell gehen, weil die Model M ja nicht mehr funktionierte und ich brauchte also fix eine Tastatur. Deshalb wollte ich was Fertiges haben, nichts zum Basteln. Und Keychron gehört in dem Business ja zu den populärsten Herstellern und die haben mit der K-Serie komplett fertige Tastaturen am Start. Ja, und ich dachte, ich bin ja gut vorbereitet, ich weiß, was für eine Größe ich will, ich weiß ungefähr, was ich für Switches will, nämlich keine klickigen, sondern sogenannte lineare, also welche mit dem Fock. Also alles kein Problem, dachte ich. Ja, nee. Das war dann wirklich komplett die Katastrophe. Ich wollte gerne eine 100% Tastatur, also mit abgesetzten Cursor-Tasten und Ziffernblock. Hat Keychron im Angebot, heißt K10. Ja, aber die gibt's nicht in Deutschland, beziehungsweise nicht mit deutschen Tasten. Okay, dachte ich, Ziffernblock kannst du zur Not drauf verzichten, dann nimmst du halt die K8. Die ist genauso, nur halt 10 Keyless, wie das in der Szene heißt, also ohne Ziffernblock. Jo, und jetzt erstmal die Sachen, die ganz logisch sind. Die Keychron K-Tastaturen gibt es mit roten, blauen und braunen Switches von Gateron. Die blauen sind clicky, haben also einen deutlich kühlbaren Widerstand. Die roten sind die mit dem geschmeidigen Fock, also ohne Klick, schön weich. Und die braunen sind so irgendwie dazwischen. Und das ist ja super, dass man die Auswahl hat, aber jetzt wird's wirklich komplett weird. Es gibt nämlich noch super viele andere Parameter. Beleuchtung zum Beispiel mit weißen oder RGB-LEDs. Gehäuse aus Plastik oder Aluminium. Switches verlötet oder einfach wechselbar. Hotswap heißt das. Und nun könnte man ja denken, dass einfarbige LEDs, nicht Hotswap-Switches und Plastikrahmen am billigsten sind. Nein, das ist nicht so. Hier zum Beispiel mit Hotswap und RGB-LEDs für 100 Euro. Die Version mit einfarbigen LEDs und ohne Hotswap kostet 140 Euro. Hä? Es ist einfach alles komplett unlogisch. Und vor allem, warum sollte überhaupt jemand ein Plastikgehäuse einem stabileren Alurahmen vorziehen? Warum sollte man sich nicht die Hotswap-Option offen halten und stattdessen fest verlötete Switches kaufen, wenn das nicht mal billiger ist? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ja!
Und dazu kommt noch, dass bei einigen Shops nicht alle diese Optionen in der Beschreibung stehen. Man weiß also nicht mal, was man da ganz genau bestellt. Und das Ding ist halt, dass vermutlich die meisten Menschen, genau wie ich, das Teil mit Hotswap, Alugehäuse und RGB-LEDs haben wollen. Und jetzt dürft ihr mal raten, welche Version man nirgendwo findet, weil ständig ausverkauft. Ja, genau. Also zumindest in den Wochen, bevor dieses Video hier rauskam, habe ich nirgendwo das Ding so, wie ich es haben wollte, bekommen. Aber die ganzen anderen Varianten, wo immer exakt ein Ausstattungsmerkmal anders ist als das, was ich will, die sind natürlich immer lieferbar. Und weil das ja offenbar für Keychron noch nicht verwirrend genug ist, die Variante mit Alurahmen hat diese Hellgrau-Dunkelgrau-Farbkombination, die andere Dunkelgrau-Hellgrau. Das ist bei anderen Modellen allerdings natürlich genau umgekehrt. Man muss beim Kauf wie ein Schießhund aufpassen, dass man bloß nicht die falsche Variante kauft. Ich kenne mehrere Leute, damit meine ich mich, ohne das zugeben zu müssen, denen das passiert ist. Und um das Chaos jetzt nochmal ein bisschen abzurunden, gibt die Keychron K8 auch mit weißem Gehäuse und ohne Backlight, was ich auch ziemlich schick finde, aber natürlich nicht mit deutschem Layout. Und es gibt die K8 auch als Pro-Version, die so abgerundete Tasten hat, auch total nice, ja, nur US-Layout. Zwischendurch dachte ich dann mal, ach komm, dann nimmst du die US-Version und kaufst dir so ein paar Ä und Ü Keycaps. Ja, nee, weil US-Layout ist das sogenannte ANSI-Layout mit einer schmalen Return-Taste statt der hohen Return-Taste, die es nur im ISO-Layout gibt. Ganz grob erklärt, in Europa benutzt man ISO mit der vertikalen Return-Taste, im Rest der Welt ANSI mit der horizontalen. Es gibt natürlich Ausnahmen. So ist zum Beispiel in den Niederlanden ANSI-Standard statt ISO. Ja, könnt ihr mal sehen, hier lernt ihr noch richtig was. Thank you so much. Seriously, this means a lot. It does. Zwischendurch dachte ich dann mal, ach man, dann baust du dir das selbst, wenn das mit dem fertigen Stellen so schwierig ist. Da hat Keychron ja auch was im Angebot, nämlich die Q-Serie. Die hat auf Wunsch sogar noch so einen geilen Drehknopf, auf den man dann was drauf mappen kann. Lautstärke zum Beispiel. Die Q6 kostet so ungefähr 180 Euro. Ohne alles, also bare bone. Man muss dann noch mindestens 80 Euro drauflegen für Switches und Keycaps, also die Schalter und die Tasten. Summa summarum kommt man dann fast auf dreimal so viel Geld wie für die Kompletttastaturen von Keychron, also den K-Modellen, hat dafür aber auch kein Bluetooth. Also man muss die Q-Version zwingend mit Kabel betreiben, die K-Versionen haben optional Bluetooth. Ist doch logisch, oder? No, it does not. Was ich auch noch sehr unschön finde, die ANSI US-Version der Q6 könnte man ab Werk voll bestückt mit Switches und Keycaps kaufen für 205 US-Dollar. Also nur läppische 20 Euro mehr als die Q6 ohne alles. Die europäische Q6 gibt es nur barebone, also ohne alles. Da muss man sich also selbst Caps und Switches besorgen, selbst zusammenbauen und deutlich mehr bezahlen. Switches sind dann auch nochmal so ein Thema. Hier zum Beispiel die Gateron Inc. V2 Yellow für 70 Euro. Ja, puh, ganz schön teuer, ne? Ja, nee, die sind sogar noch viel teurer. Da sind nämlich nur 35 Stück in der Packung. Man muss für die Q6 also 3 Packungen kaufen. Das macht dann 210 Euro nur für die Switches. Und dann natürlich ganz wichtig die Tasten selbst, also die Keycaps. Die gibt es in unterschiedlichen Designs, aber natürlich sind die Farben, die ich am schönsten finde, immer ausverkauft. Wo kämen wir dann sonst auch hin, ne? Mir kommt das sowieso so vor, als würde dieses ständige Ausverkauftsein auch ein bisschen zum Mechanical Keyboard Lifestyle gehören. Bei dem in der Szene recht bekannten Shop Candy Keys habe ich an mehreren Tagen geguckt und da waren dann immer Produkte auf der Startseite, wo einfach ausverkauft dran steht. Also im Schaufenster was drin, was man nicht kaufen kann. Ja, und wenn man dann manuell auf Keycaps klickt in iso.de, out of stock, out of stock, out of stock, out of stock. Ein paar Sachen gibt es dann immer auch auf Lager, aber da sind dann oft zu wenig Tasten drin für ein Full-Size 105er Keyboard. Und natürlich, zumindest geht mir das immer so, findet man grundsätzlich die Sachen am schönsten, die halt ausverkauft sind. Und das ist alles sehr unbefriedigend. Okay, ich habe jetzt für dieses Video 3 Tastaturen eingekauft, die ich bekommen habe. Eine Keychron K8 mit blauen Gaterons und eine K4 mit roten Gaterons. Und mein Kollege Shahin hat sich eine Q1 gebaut mit braunen Gaterons. Und um nicht nur Keychron dabei zu haben, wir haben auch eine Vortex Tab 90 mit Cherry MX Red gekauft. Ich versuche euch erstmal den Tastenanschlag von den Dingern einigermaßen objektiv zu beschreiben. Außerdem haben wir das Mikrofon draufgehalten. Den ausgeprägtesten Fog haben die roten Gaterons hier in der K4. Die sind linear, haben also keinen Klick und einen gleichmäßigen Widerstand. Kann man also so durchdrücken. Die blauen Gaterons hier in der K8 sind das genaue Gegenteil. Die haben nicht nur eine deutlich spürbare Auslöseschwelle beim Durchdrücken, sondern klicken dabei auch hörbar.
Die braunen Gatorons in der Q1 liegen irgendwo dazwischen. Die sind tactile. Das bedeutet, dass sie zwar eine leichte Auslöseschwelle beim Durchdrücken haben, die ist aber vor allem fühlbar und nicht so hörbar wie bei clickigen Switches. Die Cherry MX Red in der Tab 90M sind linear und haben ein sehr gutes Tippgefühl, wirken aber ein kleines bisschen kratziger als die Gatoron Red. Ja, und wie sind die so, die Tastaturen? Generell kann ich schon mal sagen, dass man sich bei den K-Modellen nicht hundertprozentig darauf verlassen kann, dass die Bluetooth-Funktion mit der eigenen Hardware funktioniert. Das sollte man unbedingt vorher ausprobieren. Ich habe mehrere Konstellationen mit Rechnern gesehen, wo es immer eine ewig lange Verzögerung zwischen Tastendruck und Erscheinen des Zeichens auf dem Bildschirm gab und manche Zeichen wurden auch ganz verschluckt. Zwar mit unterschiedlichen Bluetooth-Dongles. Wenn das auftritt, kann man de facto nicht damit arbeiten. Mit diversen Smartphones klappte die Bluetooth-Verbindung übrigens zuverlässig. Wahlweise völlig bescheuert oder lustig, je nach Blickwinkel, ist die RGB-Funktion. Guckt euch das mal an. Drückt man bei den Keychron K-Modellen auf die Lampentaste, kann man so etliche Blinkmuster durchschalten, entweder welche, die nur so vor sich hin blinkern oder auch welche, wo immer was passiert, wenn man eine Taste drückt. Man kann das mit Fn plus links auch auf einfarbig umschalten, da kann man die ganzen Einzelfarben so durchcyclen. Die Helligkeit stellt man mit Fn, F5 und F6 ein, die Geschwindigkeit der Blinkmuster mit Fn plus minus. Man kann das alles natürlich auch ganz abstellen, allerdings nicht die Lade-LED, die unfassbar hell ist und man die nicht auskriegt, außer man klebt was drüber. Und was jetzt kommt, ist natürlich reine Geschmackssache, aber ich persönlich bin mit den 96% Tastaturen, also der Keychron K4 und der Tab 90M, nicht klargekommen. Die haben zwar einen vollständigen Ziffernblock, aber sparen sich jegliche Leerräume zwischen den Tasten und ich brauche das irgendwie, dass zum Beispiel die Cursor-Tasten Leerraum drumherum haben, damit meine Finger da quasi ohne zu gucken so einrasten können. Ist das nicht der Fall, werde ich komplett wahnsinnig. Das gleiche gilt für Backspace und Page Up und Down. Falls ihr also einen 10er-Block wollt und denkt, okay, 96% ist vielleicht ein Kompromiss, überlegt euch, ob ihr euch an die fehlenden Leerräume gewöhnen könnt. Pro-Tipp, man kann übrigens, wenn man hin und wieder viel mit Zahlen zu tun hat, auch so einen Ziffernblock einzeln kaufen mit USB. Von den Switches her finde ich die Gatoron Red, Cherry MX Red und Gatoron Brown am angenehmsten. Die klickigen Gatoron Blue hier bei der K8, die sind auch okay zum Schreiben, aber da kommt bei mir nicht so dieses Luxus-Feeling auf. Generell machen die Keychron K-Tastaturen zwar einen robusten Eindruck, sind aber nicht solche schweren Metallschiffe wie die Keychron Q oder die Vortex Tab 90. Optisch mag ich die 90M eigentlich am liebsten und finde das einen sehr netten Touch, dass da direkt unterschiedlich farbige Keycaps für die meisten Spezialtasten mitgeliefert werden. Da kann man dann direkt so ein bisschen rummodden. Und auch von der Haptik her ist die super schwer, super robust. Was mich aber stört, ist, dass sie keine Füße zum Ankippen hat. Und ja, ich komme definitiv nicht mit diesem eng gedrängten 96% Format klar, weil ich einfach super oft die Cursor-Tasten brauche und die da nie finde. LEDs oder Wireless-Funktionen hat die übrigens gar nicht, was ich aber auch nicht dringend brauche. Aber generell könnte die ein Geheimtipp sein, wenn ihr mit dem Layout und den Switches zurechtkommt. Ja, und die von Shine selbst zusammengebaute Q1 ist natürlich die Ledersitz-Edel-Massagesessel-Option. Die fühlt sich mit Abstand am edelsten an. Die ist so schwer. Die Keycaps haben so ein ganz hartes Plastik. Und er hatte auch den sogenannten Tape-Mod appliziert, also grob gesagt mehrere Lagen Klebeband unter die Platine gepappt und durch die Dämpfung klingt der Tipp-Sound noch ein bisschen satter. Die Q1 hat zwar keine Wireless-Funktion, aber dafür lässt sie sich über die sogenannte VIA-Software ummappen und da kann man dann auch die RGB-LEDs ganz genau einstellen. Die VIA-Software wird von den K-Modellen übrigens nicht unterstützt. Ja, und ihr fragt euch vielleicht jetzt, welche Tastatur ich nur behalte. Ja, um ehrlich zu sein, ich glaube gar keine. Wenn, dann würde ich eigentlich die K8 mit Gatoron Red und Metallgehäuse haben wollen, nur war die ja bislang immer ausverkauft. Und die K8, die ich hier habe, die hat diese klickigen Gatoron Blue, die sind okay, aber ich will ja Fog und kein Klick. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich beiße ich dann doch in den sauren Apfel und kaufe mir so eine 100% Tastatur als Barebone und baue mir da dann selbst schöne Switches und Keycaps rein. Ich rechne fest damit, dass das, was ich haben will, vielleicht schon in wenigen Jahren lieferbar sein wird. Aber ganz so schlimm ist das nicht, weil inzwischen hat es ein Freund von mir hinbekommen, meine alte Model M zu reparieren und jetzt habe ich also etwas Zeit bekommen, um meine Herzenstastatur zu finden. Was ja, das habt ihr in dem Video gesehen, gar nicht mal so einfach ist. Wenn ihr also noch Geheimtipps für mich habt, gerne in die Kommentare schreiben und gerne abonnieren. Wisst ihr ja. Tschüss.